Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Andreas Thier. Ich bin Professor unter anderem für Rechtsgeschichte an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum das ZAZ mich angefragt hat, heute Abend vor Ihnen hier stehen zu dürfen. Ich habe die Ehre, diesen Abend moderieren zu dürfen. Und es ist mir eine besondere Freude und auch eine große Ehre. Das meine ich nicht nur so, meine Güte, genau. Sie sehen, ich bin schon ganz aufgeregt, denn es ist mir tatsächlich eine besondere Freude und eine große Ehre, die Referentin des heutigen Abends ankündigen zu dürfen. Corinna Reinhardt, die bei uns ist als seit 2023, wenn ich es richtig gesehen habe, als außerordentliche Professorin in der klassischen Archäologie, ich habe es so verstanden, mit Schwerpunkt in der griechischen und der römischen Antike. Ich war deswegen sehr beeindruckt von der Vita, weil ich gesehen habe, dass du für mich kamst, du, ich darf das jetzt sagen, du musst es erdulden, dass du so ein bisschen was für mich bist wie ein Shootingstar. Corinna Reinhardt hat in München, was mir sehr sympathisch ist, weil ich da auch studiert habe, in München, kommt eigentlich aus Augsburg, hat in München studiert, hat dort auch promoviert, ist dann nach ihrer Promotion ein bisschen weitergezogen und ist dann 2017 zur W1 Juniorprofessorin an der Universität Erlangen-Nürnberg ernannt worden, was ich dann wieder sehr sympathisch fand, weil ich da auch mal ein Jahr als Assistent, aber nur als Assistent, eben nicht als Juniorprofessor gearbeitet habe und ist dann von Erlangen hierher berufen und der UZH ist es also jetzt gelungen, sie sozusagen zu erobern, hätte ich jetzt fast gesagt. Corinna Reinhardt ist eine, so war meine Wahrnehmung, eine Archäologin, eine Hardcore-Archäologin, hätte ich jetzt fast gesagt, die auch vor Ort gewesen ist, die also tatsächlich auch bei Ausgrabungen unterwegs gewesen ist, die aber ein sehr breites Forschungsspektrum abdeckt, das sich mit der Materialität historischer Erinnerungen beschäftigt, um es mal so auszudrücken. Das zeigt sich schon in ihren historischen Erinnerungen, aber auch von Repräsentationen, von Identitäten, so würde ich das mal, kollektiven Identitäten beschäftigt. Das zeigt sich ein Stück weit schon in ihrer Dissertation über Akrotheren und Dachschmuck in der Zeit vom 6. bis zum 4. vorchristlichen Jahrhundert. Und sie hat sich, ich vermute, es ist eine Habilitationsschrift, die... Also habilitiert habe ich nicht. Aber es ist sowas Ähnliches, also eine zweite hat also innerhalb der Juniorprofessur noch eine weitere Monographie verfasst, die im Erscheinen begriffen ist, die sich dann mit komplexen Datierungsfragen und Widmungsfragen beschäftigt, in dem Fall ebenfalls in der griechischen Antike. Aber dabei ist sie nicht stehen geblieben, sondern hat sich auch mit Bilderzählungen auseinander. Das ist etwas, was den Juristen in mir ganz besonders interessiert, weil wir also ähnliche Phänomene haben. Manchmal werden auch bildlich, tatsächlich juristisches Wissen wird manchmal auch bildlich transportiert. Und deswegen war ich da ebenfalls ganz besonders fasziniert. Es geht auch ein bisschen in die Richtung offenbar dann des heutigen Themas. Corinna Reinhardt hat sich aber auch mit der Erinnerung oder mit der Verarbeitung der griechisch-römischen Antike dann auch im 19. Jahrhundert beschäftigt, hat dazu einen eigenen Sammelband herausgegeben, in dem es also darum geht, wie insbesondere die griechische Vasenkultur im 19. Jahrhundert mitverarbeitet worden ist. Wir haben es also mit einer Wissenschaftlerin zu tun, mit einer Kollegin zu tun, die auf einem ganz breiten Feld
der Archäologie und der Antike unterwegs ist. Dazu gehört es auch, dass sich Corinna Reinhardt auch intensiv auseinandersetzt mit dem, was wir als Digital Humanities bezeichnen würden, also mit der Frage, wie weit wir zum Beispiel Artificial Intelligence einsetzen können, um auf diese Art und Weise Aufschlüsse aus antiken Artefakten erlangen zu können. Möglicherweise spielt das heute Abend auch eine Rolle. Im Zentrum heute Abend stehen aber möglicherweise die Bilderzählungen. Wir haben vorher nicht gesprochen, deswegen spreche ich wie der buchstäbliche Blinde von der buchstäblichen Farbe. Liebe Corinna, wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag heute Abend über die Gefangenschaft als Krisenmoment, also als möglicherweise individueller, aber vielleicht auch kollektiver Krisenmoment im Spiegel antiker Bilder. The floor is yours. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich denke, man kann mich hören in dieser Lautstärke. Vielen Dank für die sehr nette Einführung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich dem jetzt gerecht werde. Aber vielleicht finden wir ja noch mehr Gemeinsamkeiten als in Biografien. Das ist ja doch ganz spannend. Genau, ich danke auch, dass ich heute Abend hier sein darf und ein paar Überlegungen zu dem Motiv des Gefangenen oder der Gefangenen in den antiken Bildwerken mit Ihnen teilen darf. Und ich bin schon ganz gespannt auf die Diskussion im Anschluss in dieser Community des ZAZ. Gefangen zu sein, unfrei zu sein, nicht Herr oder Frau seiner eigenen Entscheidungen zu sein und die Freiheit zu haben, ihnen folgen zu können. All diese können, das kennen wir, glaube ich, alle, als Momente menschlicher Krisen bezeichnet werden. Auch wenn das semantische Spektrum von Gefangensein viel breiter ist als die physische Fesselung oder, der Aufenthalt in einem Gefängnis, ist Gefangenschaft in der allgemeinen Vorstellung vor allem mit Krieg verbunden. Gefangenschaft müssen in der griechischen wie römischen Antike zum Alltag und damit auch zu zumindest potenziell erlebbarer Realität gehört haben. Diese Krisensituationen stellen die Frage, wie damit umgegangen wird. Gibt es denn eine Reflexion über diese Situationen? Sind das Krisen anderer oder potenziell auch eigene Krisen? Kurz gesagt, was sind denn die Vorstellungen vom Gefangensein in antiken Gesellschaften? Im Fokus meines Vortrages steht der Zugang über die Bilder. Mittels einer Analyse, welches Interesse sich bei der Darstellung Gefangener in antiken Bildwerken feststellen lässt, versuche ich auch die Vorstellung vom Gefangensein besser zu greifen und besser zu verstehen, welche Dimensionen diese Krisensituationen für den Einzelnen, die Einzelne oder aber sogar für die Gesellschaft oder eine Gesellschaftsgruppe hatten. Denn eine emische Perspektive auf das Gefangensein fehlt uns gänzlich aus diesen Zeiten. Wir können also nur den Blick von außen erschließen. Also, wie werden Gefangene dargestellt, in welchen Bildkontexten und mit welchem Darstellungsinteresse? Es ist im Bild in der Antike wie auch meist in der heutigen Bilderwelt nicht der Raum, also etwa ein Gefängnis, der die massive Beschränkung des Menschen in den Bildern vermittelt, sondern die verschränkten Hände, die durch Fesseln gebunden sind. Um diesen Eindruck zu haben, braucht es nicht einmal eine physische Fessel. Es genügt die spezifische Haltung, meistens hinter dem Rücken oder aber auch vor dem Körper verschränkter Hände, um dieselbe Assoziation aufzurufen. Nun bewirkt diese Fesselung eine Handlungsunfähigkeit. Per se ist diese ja gewollt. Im sprachlos darstellenden Bild ist dies jedoch eine Herausforderung, zumindest wenn es sich um den oder die Protagonisten einer Szene handelt. Sollte es also eine Darstellungsabsicht des Bildes sein, zu zeigen, wie es um diese Figur denn steht, generiert dies Probleme für die Bilderzählung. Der Figur nämlich ihre Hände zu nehmen, bedeutet auch in der antiken Bildsprache ihr weitgehend ihre primäre Aussagefähigkeit zu nehmen. Denn gerade durch die Gestikulation der Hände oder ihre generelle Aktion werden Beziehungen ausgedrückt, Handlungen gestaltet und andersweitig kommuniziert. Wie es trotzdem gelang, trotz fehlender Hände einen Ausdruck zu erzeugen, zeigt die Darstellung der bekannten Sirenen-Episode des Odysseus. Odysseus lässt sich ja auf Rat der Kirke freiwillig an den Mast des Schiffes fesseln. Dies soll ihm ermöglichen, dem Gesang der Sirenen zu lauschen, ohne in die Gefahr zu geraten, so von ihrem Gesang bezaubert zu werden, dass er eben nicht mehr Herr seiner freien Entscheidungen wäre. Er gibt also seinen Gefährten, deren Ohren er selber mit Wachs verklebt hat, die Anweisung, dass, sollte er dann doch den Sirenen verfallen und eine Anweisung geben, ihn wieder zu befreien, dass sie ihn noch fester binden sollen.
Hier übernimmt in dieser Schilderung die Fesselung des Körpers auch eine Folienfunktion für die Fesselung des Geistes durch den Gesang der Sirenen. Denn nachdem sich Odysseus fesseln ließ, passierte das Schiff die Sirenen, die Odysseus eigenen Willen tatsächlich durch den Gesang in Bann ziehen konnten, sodass er versuchte, seinen Gefährten zu befehlen, loszubinden. Sie binden ihn fester und erst das Vorbeisegeln löst den Bann der Sirenen und schließlich auch die physischen Fesseln am Mast. Wie soll man denn aber so eine komplexe Geschichte ins Bild bringen, diesen Bann durch die Sirenen zeigen, also die Wirkung dieses Sirenengesangs? Der Vasenmaler einer um 520 vor Christus entstandenen Kleeblattkanne stellte sich dieser Herausforderung und versuchte Odysseus gleichzeitig gefesselt und gestikulierend zu zeigen. Gestikulierend deswegen, weil durch den in Richtung der Sirenen ausgestreckten Arm ein Bezug zwischen den Sirenen und Odysseus hergestellt wird, die eben diesen Wirkungsaspekt des Sirenengesangs deutlich machen konnte. Die äußerst ungewöhnliche Lösung, einen dritten Arm hier anzufügen, das können Sie vielleicht hier sehen, also hier sind zwei Arme gefesselt und einer streckt sich noch nach vorne, ist aber nur eine Spielart der Vasenmaler, um das Fehlen der Arme auszugleichen und Odysseus trotzdem als Aktiven zeigen zu können. Andere Vasenmaler stellen seinen Mund geöffnet und den Kopf nach ganz oben gewandt dar. Andere fügen gesprochene Rede als Inschrift vor dem Mund ausgehend hinzu, beides ebenfalls ungewöhnliche und seltene Motive in der Vasenmalerei. Auch die Vorführung des gefesselten Silenos vor dem König Midas entspricht nicht der gängigen Vorstellung von besiegten Gefangenen. Silenos tänzelt trotz Handfesseln und Fußleine vor Midas. Er wendet sich um, er verdreht sich, er tut kurz gesagt alles, um deutlich zu machen, dass der Zustand der Gefangenschaft ein ganz momentaner ist, die aktuelle Einschränkung seiner Handlungsfähigkeit noch keineswegs eine komplette Handlungsunfähigkeit bedeutet. Dies entspricht auch dem Mythos, der hier referiert werden sollte. Midas hatte Silenos gefangen, um seine Weisheit für sich zu beanspruchen, die dieser aber nur sehr widerwillig preisgibt. Nun sind aber mythische Gefesselte wie Odysseus nicht primär die geeignetste Untersuchungsgruppe, die uns einen Einblick in die Vorstellung der jeweiligen Gesellschaft vom Gefangensein zu geben. Daher wenden wir uns nun der Darstellung von Kriegsgefangenen zu. Wir bleiben aber zunächst im 6. Jahrhundert vor Christus in der Bilderwelt der athenisch-achaischen Gesellschaft, deren Vasenmaler, wie wir gesehen hatten, sowohl das Motiv der Fesselung kannten, als auch bildliche Strategien, trotzdem Handlungsfähigkeit zu zeigen, also entweder das Wehren gegen die Gefangenschaft oder die Interaktion mit anderen während einer physischen Fesselung. Damit wäre nämlich auch der Weg bereitet, den Gefangenen als Subjekt einer Handlung vorzustellen und auch seine Perspektive ins Bild zu bringen. Also wehrt er oder sie sich beispielsweise, ist die Gefangenschaft als Moment oder als finaler Zustand beschrieben und so weiter. Vor diesem Hintergrund betrachten wir nun eine Weinkanne, hergestellt ungefähr 530, 520 vor Christus in Athen, die eine erwartbare, scheinbar typische Darstellung aus dem antiken Kriegsalltag zeigt. Dort sind zwei Gefangene mit den Händen hinter dem Rücken gefesselt gezeigt. Zwei vollgerüstete griechische Hopliten mit Speeren, Schilden, Helmen und Weinschienen bewaffnet, sowie ein Bogenschütze in skythischer Tracht folgen zwei nackten gefangenen Männern. Diese tragen noch einen Mantel, aber ihnen fehlt gänzlich die Bewaffnung. Die beiden Gefangenen halten ihre Hände hinter dem Rücken. Die Ritzungen zeigen deutlich die Fesselung an. Ich glaube, man kann das ganz gut hier sehen. Dass sie zudem auch an Leinen geführt werden, verstärkt den Eindruck, dass die Gefangenen zu kaum einer eigenen Handlung fähig sind. Sie werden passiv geführt. Wie das Motiv also deutlich zeigt, sind die Gefangenen den Kriegern zugeordnet. Diese stehen als Handelnde im Fokus des Geschehens. Auch wenn dieses Gefäß wohl aus einem Grad in Süditalien oder Etrurien stammt und möglicherweise nie die Funktion als Weinkanne übernahm, die die Gefäßform nahelegt, ist es in Athen konzipiert und bemalt worden, bevor es exportiert wurde. Dort in Athen verzierten im ausgehenden 6. Jahrhundert vor Christus tausendfach Bilder vom Krieg, die bemalten Keramikgefäße. Wie auch die Weinkanne sind die Bildartefakte, die solche Kriegsbilder tragen, oftmals in der Welt des Symposions verortet und hatten damit einen ganz engen sozialen Kontext der männlichen Elite. Die Bilder geben keine faktische Realität abbildhaft wieder, sie zeigen uns aber einen Blick dieser Gesellschaftsgruppe auf die Vorstellungen vom Krieg. Dazu muss ich etwas kurz ausholen. Kriegsbilder der spätarchaischen Zeit fokussieren oftmals auf den Hoplitenkampf, insbesondere den Zweikampf der Hopliten, in dem sich ihre Kriegstugend, die Arete, zeigt. Mit Tapferkeit und Mut treten ebenbürtige Krieger gegeneinander an. Beide zeigen ihre kraftvollen, trainierten Körper. Der Ausgang des Geschehens, also ob Sieg oder Niederlage und bei wem eigentlich, steht dabei nicht immer im Fokus. Sie können hier nicht entscheiden, wer diesen Kampf gewinnen wird.
Weitere Bilder zeigen vor allem den Aufbruch in den Krieg sowie die Bergung Gefallener, die dann ehrenvoll bestattet wurden. Diese Selektion auf bekannte und bestimmte Bildthemen im generellen Kontext Krieg lässt schon vermuten, dass es um bestimmte Charakteristiken geht, die den Kriegern zugeschrieben werden sollten. Der Kriegerabschied wird traditionell verstanden als soziale Verankerung der ja jungen Männer in den Familiengemeinschaften, die tragendes Element der Gesellschaftsstruktur der Zeit war und für die der Aufbruch eines jungen Mannes in den Krieg ein immenses Risiko bedeutete. Tod und Ehrverlust durch Gefangenschaft haben eben auch zur Folge, dass das Fortbestehen des Oikos in Gefahr ist. Der Kampf untergleichen vermag, wie schon betont, Tapferkeit und trainierte Leistungsfähigkeit zu zeigen. Die Bergung Kriegsgefallener und darauf folgende korrekte Bestattung führte einen weiteren Teil der aristokratischen Verpflichtung vor. Anstelle der Familie übernimmt die Kampfgemeinschaft die Aufgabe, die Grabrituale korrekt auszuführen und um damit den Toten die ihnen zukommende Ehre zu lassen. Vor diesem Hintergrund ist es nun bemerkenswert, dass die Kanne mit den beiden Gefangenen eine singuläre Darstellung dieser Zeit zeigt. Auch wenn wir eine solche Darstellung des antiken Kriegsalltags vielleicht häufiger erwarten würden. Genauer betrachtet bezeugt sie einen ähnlichen Fokus auf das Bild des Kriegers, wie es auch die anderen Kriegsbilder leisten. Die Vasenmaler zeigen den Krieger als Protagonisten, als Subjekt einer Handlung, innerhalb derer er eine Kriegstugend beweisen kann. Ob bei der Rüstung für den Krieg vor dem Aufbruch, im Zweikampf oder bei der Bergung eines Kameraden, stets agiert der Krieger, wegen anderes ihm zugeordnet wird. Und so fügen beispielsweise die Vasenmaler Gefallene unter Zweikampfszenen hinzu. Diese Gefangenen konnten in doppelter Weise rezipiert werden. Einerseits als Szenario, wie das eigene Schicksal im Krieg aussehen konnte. Andererseits aber auch quasi als Requisite für den Kämpfenden, deren Kampf dann eine weitere, durchaus ethische Komponente erhielt. Das Ziel, den gefallenen Kameraden mit seinen Waffen zu bergen und ihm ein ehrenvolles Begräbnis zu ermöglichen. In diesem zweiten Fall wird im Bild der Gefangene zum Attribut des Kriegers. Diese ambivalente Perspektive auf die Toten als Bildelement lässt sich auf die Bergungsszenen ausweiten, in denen der Krieger den Gefallenen mit seiner vollen Rüstungsmontur trägt, also hier oben. Bei der Weinkanne wird bei derselben Betrachtungsweise jedoch gleich ein Unterschied deutlich. Der Gefangene oder die Gefangenen sind gänzlich anders gezeigt als der Tote. Letzterer besitzt ja meist noch eigene Waffen. Der Gefangene ist entwaffnet und damit auch entehrt. Diese Entehrung sowie sein unsicheres Schicksal, beispielsweise als Minensklave zu enden oder als Beute, die gegen Geld ausgelöst werden konnte, war wohl die schrecklichere Perspektive für einen antiken Betrachter, sodass der Gefangene als Figuration durchaus einer Schreckensvorstellung des Krieges fungieren konnte. Als Attribut der positiven Identifikationsfigur des siegreichen Kriegers dagegen hätten die Gefangenen auf seinen Sieg hinweisen können. Und es stellt sich die Frage, weshalb dies, ganz anders als in der römischen Bildkultur, auf die wir noch kommen werden, nicht zur Darstellung gewählt wurde. Sieghaftigkeit als wichtiges Element der Kriegertugend wird in der Spätarchaik und Klassik durchaus thematisiert, aber eben nicht durch Gefangene, sondern durch einen Zweikampf, bei dem einer zu unterliegen droht, weil er beispielsweise signifikant verletzt wird. Das ist dieses Beispiel hier oben. In einer solchen Zweikampfszene wird trotz aller vielleicht auch tödlichen Verletzungen auf den Kampfesmut und des Unterlegenen ebenso angespielt. Seine Arete ähnelt ebenso der des Siegers. Er unterlag in einem ebenbürtigen Zweikampf. Diese durchaus positive Gesicht auf den Gefallenen kann das Bild des Gefangenen nicht leisten. Der Gefangene transportiert vielmehr ein problematisches Rollenbild des Mannes. Denn den Gefangenen sind die Waffen und die Möglichkeit, selbstständig zu agieren, genommen worden. Dies zeigt im Bild neben der Waffenlosigkeit in erster Linie die Fesselung der Hände. Jede Kriegerdarstellung war potenziell eine Identifikationsfigur für den Betrachtenden und damit wäre es auch der Kriegsgefangene gewesen. Die Vorstellung der Gefangennahme und der damit einhergehenden Entehrung passte aber allenfalls als Schreckensszenario zum Kriegerideal dieser Zeit. Der durchaus verengte Blickwinkel auf den Mann in seiner idealen Rolle des Kriegers im Kontext ebenbürtiger Gegner ist also wohl der Grund, weshalb Bilder von Kriegsgefangenen nach Haik und in der Klassik generell sehr selten sind, sodass die Weinkanne nur scheinbar ein typisches Kriegsbild griechischer Zeit zeigt. Darstellungen von männlichen Kriegsgefangenen finden sich in der griechischen Bilderwelt interessanterweise auch nicht in Bildern von Siegesmonumenten, die es ja durchaus gibt, oder von Kriegsmonumenten generell, während in der römischen Bildkunst Gefangene dort zur Standardausstattung gehörten.
So erwähnt beispielsweise Herodot, dass die Fesseln, also nur die Fesseln offenbar, von 700 verkauften Kriegsgefangenen aus der Schlacht gegen die Chalkidier und Böotier 508 und 507 vor Christus als Siegesmonumente auf der Akropolis aufgestellt wurden. Während der männliche Kriegsgefangene im Bild also ausgeblendet wurde, wohl um einer üblichen Identifikation des Betrachters mit den Bildern zu entgehen, ist die Sachlage bei den Frauen eine andere. Frauen galten in Griechenland als durchaus wertvoller Teil der Kriegsbeute. Wie etwa Herodots Schilderung deutlich macht, als man nach der Schlacht von Plataiae Beute auswählte und Frauen in einem Zug mit Pferden und anderer Ausrüstung genannt werden. Aus diesem Grund konnten gefangene Frauen auch im Rahmen von griechischen Beutemonumenten dargestellt werden, bei denen männliche Gefangene fehlen. Soweit nach Aussage Pausanias die Tarentiner in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus ein Weihgeschenk nach Delphi, das Frauen als Teil der Kriegsbeute zusammen mit Pferden präsentierte. Möglicherweise steht mit einer solchen Weihung in ein Heiligtum eine heute in Berlin aufbewahrte Bronzestatuette des 5. Jahrhunderts vor Christus in Zusammenhang. Sie zeigt eine Frau, die sich im Habitus Gewandes und der Frisur in keiner Weise von der Darstellung freier Frauen unterscheidet. Ihre Hände sind auf dem Rücken zusammengenommen und wohl auch als gefesselt zu denken. Sie blickt leicht schräg nach unten. Obwohl wir nicht wissen, ob noch andere Statuetten zu einer solchen Weihung gehörten, ist auffällig, dass das Motiv als Gefesselte mit gesenktem Kopf keine Ergänzung braucht, um ihre Passivität deutlich zu machen. Weil sie aber nicht anders gekleidet und gekennzeichnet ist als jede andere griechische Frau, darf man keine pejorative Wertung annehmen. Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass man ihr auch einen gewissen positiven Wert zuschrieb. Positiv ist nämlich auch die Charakterisierung von Frauen in einem archaischen Bildschema, das aus der griechischen Vasenmalerei vielfach bezeugt ist. Es ist meist als Heimführung der Helena durch Menelaos im Kontext des Trojanischen Krieges verstanden worden, was durch einige Inschriften bei solchen Bildern bezeugt ist. Dies ist wohl aber nur eine Nutzung der Ikonografie. Ein Krieger führt eine Frau, gezeigt durch den Griff an dem Mantel und ans Handgelenk, die hinter ihm geht. Durch die Kontextualisierung der Szenerie ist es wahrscheinlich, dass es sich hier auf der Amphora in New York um die Heimführung gefangener Frauen handelt. Das über den Kopf gelegte Himation der Frauen lässt die Assoziation als Braut oder zumindest als schöne junge Frau, die heiratsfähig ist, naheliegen. Die Kennzeichnung als Szene im kriegerischen Umfeld macht deutlich, dass es sich nicht um eine reguläre Brautwerbung handeln kann. Bisweilen sind auch andere Personen in diesem Bildschema anwesend, die auf die griechische Hausgemeinschaft in Oikos verweisen, dem zum Beispiel ältere Männer oder weitere Frauen gezeigt sind. Man kann diese Bilder so verstehen, dass aus dem Krieg auch potenzielle Ehefrauen mit nach Hause gebracht wurden. Mit dem Blick auf die Darstellungsweise fällt auf, dass die Frauen in gleicher Weise passiv wie die Kriegsgefangenen der Weinkanne gezeigt sind. Durch das aktive Handeln des Kriegers wird sie ihm wie ein Attribut zugeordnet. Letztlich verweist ein solches Bild daher auch auf den Sieg im Krieg, als es um die Verhandlung der Beute ging. Beute wiederum trägt zur positiven Umschreibung des siegreichen Kriegers bei. Und gleichzeitig kann dieses Bild als Pendant zur Aufbruchsszene im Krieg, die wir schon gesehen haben, die Rückkehr an den gesellschaftstragenden Familienverbund in Oikos verbildlichen. Dies ist natürlich ein sehr extrem selektiver Blick auf die weiblichen Kriegsgefangenen, denn natürlich ist das sehr viel wahrscheinlichere reale Schicksal das einer Sklavin gewesen. Hier bestand aber wohl eher kein Interesse in der Darstellung der Vasenmalerei. Andere Schicksale von Frauen im Krieg werden dagegen nur im Mythos verhandelt, wenn etwa Ajas vor Troja versucht, Kassandra zu vergewaltigen und so weiter. Aber dies sind nun andere Männerbilder, die mit der realen Rollenvorstellung nicht kongruent gehen müssen. Vom Krisenmoment der Gefangenschaft infolge einer kriegerischen Niederlage wird demnach extrem selektiv in diesen Bildern erzählt, die primär für die männliche Elite des 6. und 5. Jahrhunderts gemacht wurden. Die bildliche Auslassung im Falle des gefangenen Mannes und die Reduzierung potenzieller Schicksale im Falle der Frau zeugt deutlich von der Unmöglichkeit, reale Schreckensszenarien mit positiv konnotierten Rollenbildern zu verknüpfen, wie sie in der griechischen Vasenmalerei in diesen Bildern im Vordergrund stehen. Es bestand offenbar kein Wert darin, ein derartiges Schicksal umfassend quasi real zu schildern. Kontrastierend zu dieser ausblendenden Perspektive möchte ich nun die römischen Darstellungen von Gefangenen im Zusammenhang mit Kriegshandlungen betrachten. Gut bezeugt ist das Motiv bereits in der Münzprägung der Republik, etwa in diesem Beispiel in der Mitte einer Münzprägung im Zusammenhang zu den Siegen des Marius gegen die Kelten. Die Verbindung der Fesselung mit dem Motiv des Kniens lässt sich durchaus sehr häufig bezeugen. Aber auch das Sitzen eines Gefangenen am Siegesmahl, dem Tropaion, ist bereits in der Republik belegt. Auch wenn im Bild das Gegenüber fehlt,
sondern quasi emblematisch auf den Gefangenen und das Siegesmahl fokussiert wird, referenziert das Knien als situative Handlung klar den Akt der Unterwerfung, aktiv wie passiv unter den siegreichen Feldherrn. Obwohl im Bild nicht dargestellt, muss dieser quasi supplementiert werden. In einigen Bildern ist dieser Feldherr und die entsprechende Interaktion dann tatsächlich auch Teil des Bildes, wie Sie hier auf diesem Denar sehen, als König Bochus, König von Mauretanien, vor Sulla kniet und ihm einen Zweig reicht und rechts Jugurtha, König von Numidien, gefesselt gezeigt wird. Dieses Bild verdeutlicht auch mit dem Unterschied, ob Fesselung oder nicht, auch konkret eine Aussage. Bochus hatte sich freiwillig den Römern angeschlossen und wird als Bild gegenüber aktiv. Jugurtha musste als erbitterter Gegner im Jugurthinischen Krieg buchstäblich tatsächlich gefangen genommen werden, um ihn seine Unterwerfung zu erzwingen. Er ist erzwungen auch passiv im Bild. Auf dem Denar des Aemilius Lepidus Paulus steht seinen vermeintlichen Vorfahren Lucius Aemilius Paulus, dem siegreichen Feldherrn der Schlacht von Pydna, prononciert rechts gezeigt, dem König Perseus von Makedonien mit auf den Rücken gefesselten Händen gegenüber, der wohl von seinen kleiner gezeigten Söhnen begleitet wird. Der wichtige Sieg über den makedonischen König, der nachhaltig die Herrschaft Roms im Osten des Mittelmeerraums positiv bestärkte, wird auch durch die Anwesenheit der Söhne gezeigt, deren Mitgefangenschaft der Dynastie die Zukunft nahm. Also ein ganz wichtiger Element der Bildkommunikation. Dass hier Perseus jedoch nicht kniet, sondern als Gegenüber gezeigt ist, muss eine Bedeutung haben. In der Größe unterscheiden sich beide Partien durchaus. Ihr kommunikatives Gegenüberstehen ist auch durch das Tropaion bestimmt, das sie trennt, und noch viel deutlicher durch die Körperhaltung sowie die Gestik bzw. das Fehlen von dieser. Während Perseus nämlich zwar aufrecht steht, zeigt er keinerlei Aktion. Dieses Fehlen von Aktion wird insbesondere im Kontrast zum gestikulierenden Paulus deutlich. In der Körperpose geöffnet streckt er die rechte Hand aus, ein typischer Gestus der Ansprache der Kommunikation. Aktive Kommunikation auf der einen Seite, passives Rezipieren auf der anderen. Dies vermag im Bild, im ganz kleinen Bild, mit einfachen Mitteln zu verdeutlichen, wer die Entscheidungskompetenz hatte bzw. den Anspruch auf sie erhob. Gefangene, sowohl typisiert als auch als konkrete Person gemeint, erscheinen also sitzend oder knien vor dem Siegesmahl dem Tropaion oder im Kniefall oder gefangen und gefangen vor dem Feldherrn gegenüberstehend. Das Motiv des Gefangenen in Verbindung mit dem gezeigten oder supplementierten siegreichen Feldherrn ist damit eigentlich ganz im Kontext der Sieghaftigkeit des Einzelnen zu verstehen. Es gibt aber, und das ist mir relativ wichtig, das nochmal zu betonen, wie wir es gesehen haben, auch bereits einige Hinweise darauf, dass es nicht nur um ein Zeichen von Sieghaftigkeit geht und damit der Feldherr nur charakterisiert wird, sondern dass es konkret auch um die Macht- und Entscheidungskompetenz einer Person geht. Diese Dualität, so meine ich, können wir auch weiterhin fassen, denn diese Ikonografien setzen sich in der Münzprägung und in der Kaiserzeit auch in anderen Bildmedien fort. Kennzeichen ist die meist fassbare Passivität, in der sie im Bild zum Attribut werden. Den Münzen darf aufgrund ihrer Reichweite und autorisierten Prägung durchaus eine Signalwirkung unterstellt werden. Auch wenn sie vom Feldherrn erzählen, ihn als siegreich charakterisieren und auf seine Entscheidungskompetenz Bezug nehmen, ist es durchaus sehr wahrscheinlich, dass gerade die emblematische Verwendung von Tropaion mit Gefangenen auch als konkrete Kommunikation nach außen verstehbar sein sollte. Machtdemonstration und Warnung sind zwei wahrscheinliche Effekte, gerade der Kombination dieser Bildkombination aus Tropaion und Gefangenen mit dem Medium der Münze und begründet die aussagekräftige Reduktion. Also wie wir gesehen haben, sind Fesselung und Kniefall zwei wichtige Elemente von Gefangenendarstellung. Hinzu kommt ein weiteres Motiv, das wir gerade, wenn auch nicht nur, das ist ganz wichtig, für die gefangenen Frauen kennen. Als Pendant neben dem männlichen Gefangenen findet sich nun auch die gefangene Frau, wie hier zum Beispiel auf der Gemma Augustea auf der einen Seite, hier unten, als das Tropaion aufgerichtet wird, oder hier auf einer unter Cäsar geprägten Münze. Sie ist ungefesselt konsequent in einem Motiv gezeigt, das man unter dem Begriff der Trauergestik kennt. Oder das Trauerhabitus kennt, das aber in der Antike sehr viel breiter verwendet worden ist und generell im Kern für ein in sich versunken sein, eine Abgeschiedenheit steht, also das kann auch für Nachdenken und so weiter verwendet werden. Im Kontext der sonst üblichen Fesselung der männlichen Gefangenen und ihrer Nichthandlungsfähigkeit könnte man sich ebenfalls vorstellen, dass das Motiv der in sich Versunkenheit ebenfalls diese fehlende Handlungsfähigkeit anzeigt. Frauen sind ja nicht diejenigen, die sich üblicherweise wehren oder gefährliche, zu bändigende Gegner darstellen. Aber natürlich hat dieses Motiv darüber hinaus auch die Trauer als mögliche Assoziationsspektrum und damit kann es auch als Klage um das eigene Schicksal verstanden werden.
Denn gerade in der Kombination mit männlichen Gefangenen bringen die gefangenen Frauen die Umfassenheit der Gefangennahme ins Bild, die nicht nur Einzelne, sondern auch ganze Familien und Bevölkerungen umfasst. Dieser Typ der Sitzenden, in sich Versunkenen, wird dann auch in den sogenannten Kapta-Prägungen aufgegriffen, wo das Motiv der weiblichen Gefangenen als Folie für die Darstellung einer größeren Einheit fungiert, zu der ich letztens auch eine hervorragende Hausarbeit einer Studentin lesen durfte. Ob Judäa unter Titus oder Vespasian oder Germania unter Domitian, sie folgen allen dieselben Darstellungsabsichten. Der Kaiser tritt dort in erster Linie als Autorität der Prägung und als Bild auf der anderen Münzseite auf. Bisweilen aber auch ganz konkret als Person im selben Bildfeld, wie hier. Dies erzeugt einen noch größeren Kontrast im Hinblick auf Macht und Machtbefugnis, denn für die Darstellung hier wird der machtvolle Präsentationstypus des siegreichen Feldherrns gewählt, mit aufgestellten Bein und einer einem aufrechten Haltung aufgestelltes Bein ist die machtvollste Präsentationsmöglichkeit des Feldherrn. Vor dessen Folie erscheint die kleine, abgewandte, in sich versunkene Judäa noch passiver und noch schicksalsergebener, die auch gar keine eigenständige Handlungsfähigkeit mehr hat. Und dafür braucht es keineswegs physische Fesseln. Die Chance einer Interaktionsmöglichkeit mit der besiegten Provinz in Form der Personifikation wird dann kurze Zeit später durch Hadrian ergriffen. Das ist relativ bekannt, für den die sogenannten Adventus- und Restitutio-Prägungen gut bezeugt sind, die sein Handeln in Bezug auf die Provinzen oder sogar den ganzen Erdkreis, wie hier rechts im Bild, verbildlichen. Die kniefällige Personifikation trägt den Aspekt der Unterwerfung und der Besiegtheit absolut ins Bild hinein. Aber es geht hier um das Wiederaufrichten, das hier thematisiert wird und dem Hadrian zugeschrieben wird. Die Besiegtheit ist hier in dem Kontext mit einem Handeln als des Verantwortungstragenden verknüpft, also einer prospektiven, er muss etwas damit tun. Diesen Aspekt sehen wir auch in den Bildern, die den Kaiser mit besiegten sogenannten Barbaren zeigt, wie hier an der Trajansäule im Kontext der Schilderung der Dakerkriege in sehr typisierten Darstellungen. Dabei finden sich unterschiedliche Konstellationen zwischen Gefangenen und Kaisern, die das fortführen, was wir bereits gesehen haben. Die Gefangenen knien sich beispielsweise vor den Kaiser und strecken ihre Hände zu ihm aus. Die aktive Unterwerfung, die Submissio, lenkt den Fokus auf den Gefangenen als handelnde Figur und seine Motivation des Unterwerfens. Er unterwirft sich nämlich selbst. Genau diese Freiwilligkeit der Gefangenschaft ist es, die einen Unterschied für die Reaktion des Kaisers ausmacht. Auf eine freiwillige Unterwerfung folgt Milde, Clementia, und auf die erzwungene, gerechte Strafe, Justitia. Diesen Unterschied zeigen die beiden Szenen aus den Dakerkriegen des Kaisers deutlich. Beides Mal handelt es sich um eine Unterwerfungsszene. Einmal wird sie erzwungen, einmal ist sie freiwilliger Natur. Es ist dem Bild also von entscheidender Bedeutung, zu zeigen, wie es um den Gefangenen steht, denn daran bemisst sich zum einen die Charakteristik des Kaisers, dessen Tugendkatalog ein zentrales Darstellungsinteresse dieser Bilder ist. Zum anderen wird der Kaiser dadurch auch ganz unterschiedlich inszeniert. Die erzwungene Unterwerfung ist Teil der militärischen Aktion des Kaisers. Die freiwillige Unterwerfung dagegen zeigt ihn in hervorgehoben passiv-hierarchischer Rolle sitzend, da ihm wie gehuldigt wird. Sein vorbildhaftes Verhalten sowie sein Imperium steht also stets im Mittelpunkt des Bildinteresses. Solche Bilder nehmen sich auch die sogenannten Feldherrn-Sarkophage zum Vorbild, die Vertreter der wahrscheinlich senatorischen Elite als Vertreter des Kaisers in ähnlichen Situationen zeigen und damit in die Privatrepräsentation spiegeln. Hier wird mit derselben Ikonografie auf dieselben Werte angespielt, die wiederum für die Grabinhaber relevant sind. Wie die Forschung deutlich gezeigt hat, geht es bei den Sarkophagen nicht um die reale Schilderung einer Biografie und entsprechende Tätigkeiten, sondern vielmehr um eine ideale Konstruktion von diesen. Neben der üblichen Leitbildhaftigkeit der politischen Bildsprache des Kaisers belegen diese Sarkophage nun aber auch extern, dass es beim Kaiserbild mit den Gefangenen durchaus um ein exemplarisches Verhalten des Kaisers geht, um weniger um eine reale Schilderung von Gefangenschaft oder primär in jedem Fall um Abschreckung. Der Krieg in seinen Facetten wird so auf der Trajansäule fast zur Show des Kaisers in seiner Vorbildhaftigkeit. Daneben steht im Bereich des Sarkophages, wie es bei den Sarkophagen nicht unüblich ist, durch die Multiplizierung der Gefangenenfigur in ihrer unterschiedlichen Vorführung, meines Erachtens aber auch noch ein anderer Aspekt im Vordergrund. Wir sehen den sitzenden Gefangenen vor dem Tropoion und hier und hier. Wir sehen den sich unterwerfenden Gefangenen hier. Wir sehen auch den gewaltsam unterworfenen Gefangenen hier. Und wir sehen auf der Seite des Sarkophages auch noch auf dem Triumphzug präsentierte gefesselte Männer und Frauen in introvertierter, trauerähnlich scheinender Motiv.
gerade die Vielzahl an Handlungsmomenten, sowie das Hinzufügen von Frauen, Alten und sogar dem weinenden Kind im Vordergrund, sowie das starke Pathos in den Gesichtern erzeugt durch emotionalen Einbezug des Betrachters eine Blicklenkung auf das Schicksal ganzer Familien und wohl auch Bevölkerungen. Aber dies darf man nicht mit einer bewussten Erzeugung von Mitleid und damit einer Infragestellung zum Beispiel Schicksals verwechseln, denn es steht außer Frage, dass die Figur des Amtshabenden sowie des römischen Militärs hier absolut positiv gemeint ist und das Schicksal gerecht empfunden wird. Vielmehr hat dieser emotionale Einbezug durch diese Pathos-Formeln für die Betrachtenden ein Miterleben des Schicksals zur Folge. Es erzeugt also Spannung und hart daher als Bildstrategie umso stärker der Auflösung durch den Feldherrn, auf dem der Fokus liegt. Gerade dass das Erleben von Gefangenschaft besonders pathetisch visualisiert wird und damit das emotionale Element erlebbar wird, ist auf diesem Sarkophag doppelt rezipierbar. Denn es lenkt den Blick auch auf den Bildkontext. Die Betrachtenden des Sarkophages sind als Hinterbliebene in einem ähnlichen emotionalen Ausnahmezustand gefangen. Wie die archäologische Sarkophagforschung betont hat, wird Trauer der faktisch Hinterbliebenen in den Sarkophagbildern der Kaiserzeit oftmals in der emotional-expressiven Reaktion verschiedener Personen im Bild gespiegelt. Klage und expressive Trauer überwindet die Schwellensituation und ist damit ein transitorisches Bildmotiv. Als ein Beispiel, nur um es herauszugreifen, in der Umsetzung des Meleager-Mythos wird zum Beispiel sehr viel Fokus auf die Reaktion des Vaters hier weitaus gestikulierend gelegt. Dann auch der Schwester und vor allem einer Amme und auch noch der Mutter, die sogar ja selbst Mord begeht. So wenig aber wie die mythischen Personen konkrete Identifikationsfiguren für die real Hinterbliebenen sind, müssen auch die Gefangenen nicht so gedacht sein. Die Referenz auf emotional-expressive Trauer als Ausnahmezustand ist auf einer Metaebene angesiedelt. So fungieren die Gefangenen aus diesen Feldherrn-Sarkophagen auch als Vehikel für das Erleben des Bilder im Verwendungskontext. Für die Vorstellung von Gefangenschaft kann daher ein vergleichbarer Ausnahmezustand wie eine Trauersituation rekonstruiert werden, die möglicherweise in dieser Kontextualisierung eben nicht als finaler Dauerzustand gedacht ist, sondern, genau wie eben, wenn die Trauer vorbei ist und jemand bestattet ist, ist es auch passé, sondern eine Inordnungssetzung eben durch den entscheidungstragenden Feldherrn auch erwarten lässt. Neben dem Gegenüberstellung von Kaisern und Gefangenen und dem Motiv des Gefangenen als Teil der Siegesemblematik am Tropaion gibt es noch ein weiteres Bildmotiv des Gefangenseins. Es ist das Führen der Gefangenen, wie es am Ehrenbogen für Septimius Severus am Forum Manum auf den Postamenten hier unten gezeigt wird, also auf diesen ganzen Postamenten. Als Bildmotiv ließe das Führen einerseits natürlich das Führen vor den Kaiser assoziieren. Hier im Kontext der Anbringung der Bilder betrachtet, nimmt es aber eher als quasi performatives Bild auf den Triumphzug Bezug, der nämlich durch diesen Bogen hindurch auf das Kapitol führte und der Gefangene als personale Zeugen des Sieges mit sich führte. Sie sind also Teil eines faktisch stattfindenden Triumphzuges und zwar immer wieder aufs Neue. Die Mitführung von Gefangenen hatten wir bereits auf dem Sarkophag gesehen. Sie ist aber auch häufiger Bestandteil von Triumphzugsszenen wie in diesen beiden Beispielen, teils eingebettet eben in eine Beuteschau. Die kontextuelle Einbettung ähnlicher Motive trägt also jeweils noch zum präziseren Verständnis der Darstellungsabsicht bei. Nun habe ich bislang vor allem Beispiele aus Rom gezeigt. Wie die Münzen aber eine weite Reichweite hatten, finden sich auch im gesamten römischen Reich vergleichbare Bilder. Ich zeige Ihnen hier zwei Beispiele, ein bisschen willkürlich ausgewählt, einmal vom Bogen für Augustus in Antiochia und vom bekannten Sebastaion Aphrodisias. Oder aber vom Tropaeum Alpium für Augustus. Hier stellt sich natürlich die Frage, wie die lokale Bevölkerung diese Bilder wahrgenommen hat. Gefangenenverbund mit Siegesthematiken wie dem Tropaion oder einer machtvollen Pose des siegreichen Kaisers haben sicherlich eine prospektive Signalwirkung und kommunizieren neben der Sieghaftigkeit des Kaisers bzw. des Feldherrn auch eine Warnung. Dabei wird das Thema der Gefangenen, das haben Sie, glaube ich, deutlich gesehen, ohne dass ich es gesagt habe, am Beispiel einer deutlichen Kennzeichnung als Nicht-Römer, dem sogenannten Barbarus, verhandelt. Visuelle Charakterisierung der Andersartigkeit ist damit ein fester Bestandteil der Gefangenen-Ikonografie der Römer. Diese Konstruktion von Andersartigkeit und damit die deutliche distanzierende Zuschreibung der Situationen von Gefangenschaft findet weitgehend typisiert statt, auch wenn wir zum Beispiel den Blick auf diese Hosen und phrygischen Mützen lenken, die wir häufig nun gesehen haben. Es gibt aber durchaus auch regionenspezifische Elemente, die hier Verwendung finden und die Fragen in Bezug auf die lokale Kontextualisierung und Wahrnehmung solcher Bilder aufwerfen.
Hierzu verlassen wir Rom und wenden uns nach Nordafrika in die römische Provinz Mauretania Caesariensis. Den Hinweis auf das spannende Beispiel verdanke ich Christoph Friedweg. Aus der erhöhten Apsis der Basilika der römischen Stadt Tibasa im heutigen Algerien, das ist genau hier diese Apsis dieser Basilika am Forum gelegen, stammt ein Mosaik, das eine Familie von Gefangenen zeigt. Es wird weitgehend in das 2. Jahrhundert datiert, aber dazu möchte ich anfügen, dass Datierungen von Mosaiken ein bisschen schwierig sind, also nur so, dass Sie das mitdenken. In der Mitte sitzt ein Mann mit Händen auf dem Rücken, gebunden, nackt auf einem oder in Bezug auf einem Schild. Die Frau ist in vergleichbar kauernder Position am Boden gezeigt, die Hände sind vorne gefesselt. Die beiden werden von einem Jungen hinter ihm begleitet, bei dem nicht deutlich ist, ob er gefesselt ist oder nicht. Alle drei, insbesondere die Frau, blicken aus dem Bild heraus. Es gibt keinen Akteur im Bild, dem sie zugeordnet sind. Ein ähnliches Gegenüber wird durch die Gesichter erzielt, die sich um das Mosaik herum finden und die allesamt ohne bildinhärentes Gegenüber aus dem Mosaik herausblicken. Im Hinblick auf die Charakterisierung der Figuren fällt auf, dass sie stark gelockte Haare tragen. Andere Forscher haben die rötlich-braune Hautfarbe betont, die man auf die in antiken Texten klar auch bezeugte, von der Sonne gebrannte Haut zurückführte, also eine Lokalspezifik. Dies ist jedoch tatsächlich schwierig zu deuten. Während die spezifischen gelockten Haare generell für die Darstellung von Nordafrikanerinnen in antiken Bildwerken bezeugt sind. In der Forschung hat man diese Spezifik versucht, mit einem Anlass für das Mosaik zu verbinden und fand es meist in den Aktivitäten von Antoninus Pius in Mauretanien, die den ständigen Revolten dort begegnen sollten. Tibasa ist hier als wichtiger Militärstandort bezeugt. War das Mosaik also eine Art Siegesmonument? So hat man es gedeutet, oder hat man es vor Ort als einen Akt der Loyalitätsbekundung in diesen historischen Zusammenhängen gestiftet? Das ist beides vorgeschlagen worden und es ist natürlich nicht auszuschließen. Und es setzt voraus, dass die lokale Identifikation mit den Gefangenen über die visuelle Spezifik erfolgte. Da dieses Mosaik aber ein absolut singulärer Fall ist, wird sich die Darstellung als Absicht nicht komplett klären lassen. Mir scheint aber in den ganzen Debatten um dieses Mosaik, die nicht so häufig zu finden sind, ein bisschen wenig berücksichtigt, wo dieses Mosaik verlegt wurde. Kontextuell ist nämlich durchaus wahrscheinlich, dass an diesem Ort der Basilika in dieser Apsis, die sogar noch diese Absetzung hat, tatsächlich Gerichtsverhandlungen stattfanden, gemäß römischen Vorgaben und in römischem Kontext. Drohte also in dieser Kontextualisierung Gefangenschaft als Folge einer Verurteilung? Wenn das so wäre, wäre es sehr interessant, dass ein im Siegeskontext entwickeltes Bildmotiv militärischer Gefangener quasi auf reale, wohl eher zivile Gerichtsbarkeit umgelenkt worden wäre. Oder funktionierte die Bildkommunikation doch anders oder zumindest multivalent? Ich habe schon versucht zu zeigen, dass das Motiv der Gefangenen im Kriegszusammenhang generell häufig attributiv verstanden wurde. Sie waren einer Person zugeordnet. Diese Person besaß die Macht, über deren Schicksal zu entscheiden. Diese Macht war aber auch eine Pflicht zur Entscheidung, eine Pflicht zum Handeln. Beim Kaiser bemaß sich in dieser Handlung seine Tugend. Ob er Milde oder Gerechtigkeit walten lässt, wird auf ihn zurückgeführt. Dementsprechend würde ich sagen, dass man gerade im Kontext eines Ortes der Gerichtsbarkeit mit einem solchen Bildmotiv auch exemplarisch ein bestimmtes Verhalten aufrufen sollte. Dieses Bild der Gefangenen als Gegenüber, die uns hier ja sehr explizit anblicken, würden eigentlich denjenigen supplementieren, der die Amtsgewalt ausübte und dementsprechend über Schicksal entschied. De facto war diese Person aber bei den Gerichtsverhandlungen in der Basilika anwesend. Die Bilder der Gefangenen seien wartendes Gegenüber. In seinem Verhalten in der Rechtsprechung würde damit seine Eigenschaft im Amt ermessen, wie beim Kaiser etwa Justitia oder Clementia. Wie bei anderen Beispielen, die ich heute gezeigt habe, ließe sich das Gefangenenmotiv daher durch die konkrete Kontextualisierung präziser verstehen. Und wir haben solche Überschneidungen von Bild, Kontext und Verständnis ja auch schon bei dem Bogen des Septimus Severus mit dem Führen der Gefangenen oder mit dem Fokus auf die Gefangenen als Teil des Trauererlebens auf dem Sarkophag gesehen. Ich komme zum Schluss. Ich habe eingangs danach gefragt, welche Vorstellungen wir vom Gefangensein anhand der Verhandlungen in den Bildern fassen können. In der Kontrastierung zwischen der weitgehenden Auslassung von gefangenen Bildern vor allem im 6. Jahrhundert vor Christus in der griechischen Poliswelt, also vor allem Athens, die wir hier greifen können, und der umfänglichen, gar schon sehr interessiert wirkenden Schilderung von Gefangenen der römischen Kaiserzeit, lässt sich meines Erachtens nachweisen, dass das im letzteren Falle existenzielle Krisen anderer und im ersteren Fall potenziell eigene Krisen sind. Anhand der Krisensituation der anderen, in ihrer fokussierten Betonung als Nicht-Römern charakterisierten, ließen sich verschiedene Schilderungen erschließen.
Aussagen von Sieghaftigkeit, aber auch der Umgang mit Gefangenen, wie es Teil der Tugenden des Kaisers und Feldherrn und seiner Vertreter war, oder sogar das Mitempfinden eines Ausnahmezustands ließ sich hier fassen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war ein, also für mich sehr spannender, faszinierender Vortrag, der mich auch sehr daran erinnert hat, was wir vor längerer Zeit, wir haben kurz zuvor vorhin gesprochen, im Verbund, das nehme ich als Unterstreichung. In Phase ist gut. Genau, was wir vor längerer Zeit im Rahmen unseres Verbundvorhabens Mediality gemacht haben, Medienwandel, Medienwechsel, Medienwissen. Aber ich möchte der Diskussion nicht vorgreifen. Zur Gerichtsszene verweise ich aber schon mal zur Sicherheit auf José Luis Alonso, wobei ich da persönlich eine Vermutung hätte, aber dann rede ich auch eben wie der Blinde von der Farbe. Das möchte ich nicht. Stattdessen möchte ich Sie gerne, das Auditorium gerne einladen, Fragen an die Referentin zu stellen, vielleicht auch Kommentare, Beobachtungen uns mitzuteilen. Bitte schön. The floor is open. The floor is yours. Wenn das momentan nicht der Fall ist, dann benutze ich dann doch für einen Moment die Möglichkeit, tatsächlich eine Frage zu stellen. Mir ist etwas aufgefallen. Nach meiner Wahrnehmung bedeutet, geht ein bisschen zusammen mit der Alterität, also mit Gefangensein als Chiffre von Alterität im römischen Kontext. Meine Wahrnehmung ging auch ein bisschen dahin, dass die Gefangenendarstellungen vor allem auch auf eins zulaufen, auf Chiffren von Macht. Also, und zwar sehr, sehr deutlich. Und möglicherweise würde das vielleicht auch, das ist so eine etwas sehr gewagte Vermutung von mir, möglicherweise würde das auch erklären, warum diese Gefangenenszene sozusagen quasi hinter der Richterperson dann da ist, um auf die Art und Weise nochmal die Amtsmacht zu unterstreichen. Das bringt mich zu einer Beobachtung. Und ich frage mich, was du dazu denkst. Das ist mir bei diesen römischen Darstellungen sehr häufig aufgefallen. Auch bei dem Triumphbogen sind das ja Szenen, sind das Darstellungen, die man vielleicht immer auch zusammendenkt mit dem, was davor oder daneben passiert ist. Das heißt, meine Wahrnehmung ging ein bisschen dahin, das Ganze dient sozusagen zur Konstruktion von sozusagen medialen Dynamiken, die eben nicht nur aus der Darstellung, also du hast es auch nicht gesagt, aber ich würde, also die nicht alleine sozusagen von der Darstellung da oder von der Darstellung auf dem Triumphbogen leben, sondern immer auch idealerweise zielen auf ein Zusammenwirken mit dem Geschehen, was sie sozusagen rundherum, wenn du so willst, im räumlichen Kontext dieser Szenen darstellen. Also wäre für mich eigentlich sehr schlüssig, Christian Kiening und Martina Stärken, damals die Vordenker unseres NCCA, würden jetzt wahrscheinlich von Medialität sozusagen, und zwar Medialität von Macht, sprechen, die jetzt durch diese Gefangenendarstellungen geschildert werden. Ich frage mich, liege ich da völlig falsch oder könntest du da mitgehen? Genau, ich glaube, das ist genau das, worauf ich so ein bisschen heraus wollte. Das ist eben nicht nur das Zeigen so als ein Symbol, sondern es ist tatsächlich die Einbindung in bestimmte, also quasi als Hintergrund, als Gegenüberkonstruktion. Das heißt, die Gefangenen, die geführt werden, sie sind tatsächlich während jedes Triumphzuges dabei. Und sie werden geführt. Das ruft natürlich eine bestimmte Erinnerung, auch an Septimus Severus, immer wieder hervor, aber sie sind einfach per se dabei. Und dieses aktive Hineinbringen von Bildelementen als Teile von realen Szenerien, würde ich sagen, steht hier definitiv dahinter. Das ist zur Machtsicherung, zur Machtunterstützung dazu dient, gehe ich vollkommen einher, denn das ist genau eigentlich das, was in dem Bildmotiv liegt. Und da würde ich eben unterscheiden zwischen einer reinen Symbolik und einer Bildstrategie, die tatsächlich auf einen Bezug ausrichtet. Also das können wir tatsächlich sehen und das ist
wieso man da sonst nicht drauf gekommen ist. Also es gibt sonst, soweit ich gesehen habe, keine Vergleiche jetzt in Bezug auf Gerichtsbarkeit tatsächlich. Wenn man nicht die Darstellung des Kaisers, des sitzenden Kaisers, ja sowieso per se auch als Handler in deiner Amtsmacht interpretieren möchte, was man durchaus ja tun kann, der eine Entscheidung fällt, was passiert, das ist ja durchaus auch ein Vergleich. Da ist es aber sehr stark doch in den Kontexten der militärischen Entscheidung, natürlich, falls militärische Gefangene sind. Das ist jetzt interessant. Meine Frage wäre jetzt, also muss man sich dann hier konkret vorstellen, dass in solchen Situationen jetzt auch militärische Urteile gefällt werden oder sind das jetzt eher doch zivile Urteile? Also diese Übertragung ist eine ganz spannende. Sie ist singulär, glaube ich, in dieser Kontextualisierung, aber es gibt vielleicht keine andere bildliche Kontextualisierung, die das aufrufen würde, oder? Also ich finde, Strafgerichtsbarkeit ist natürlich möglich, oder? Mhm. Aber das würde auch, das wäre nicht auch die Art von Szene, genau, die ich damit assoziieren würde. Von daher, ich denke eher an eine Darstellung des Imperiums sozusagen, die das erlaubt und natürlich ein Urteil zu fallen auch erlaubt, weil die Jurisdiktion ist Teil des Imperiums, so in der römischen. Also ich würde daran anschließen wollen und würde sagen, dass gerade das hier eigentlich einen Befund unterstreicht, der für uns jetzt auch in der rechtshistorischen Forschung immer wichtiger wird. Wir neigen als RechtshistorikerInnen sehr schnell dazu, sozusagen moderne Schemata von Gewaltengliederung, Gewaltenteilung und auch von prozessförmigen Differenzierungen, es gibt Strafgerichtsbarkeit, Verwaltungsgerichtsbarkeit, Verfassungsgerichtsbarkeit, what the hell, das relativ schnell auf die Vergangenheit zu übertragen und dann schon eine hochdifferenzierte, verfahrensförmige oder organisatorische Gliederung zu unterstellen. Also hier geht es, glaube ich, wirklich um einen Punkt. José Luis hat das gesagt. Imperium, genau, das meint Befehlsgewalt. Ihr folgt. Und was der Richter da entscheidet, das gilt. Punktum. Genau, so würde ich sagen. Also ja. Ich glaube, das ist der, also man könnte sagen, das ist so eine, wenn ich den Ausdruck nochmal benutzen darf, das ist eine Art von Chiffre der Durchsetzbarkeit, der Verbindlichkeit des Richterspruchs. Und das ist faszinierend, dass das eben mit diesem Motiv der Gefangenschaft ausgedrückt wird. Ja, schlimmer geht's nimmer, hätte man jetzt fast gesagt. Es sei denn, wir sprechen dann eben von Hinrichtungsszenen, aber das macht ja dann, ja, wäre dann vielleicht ein bisschen viel des Guten gewesen, möglicherweise. Genau, ist aber nicht gezeigt. Also es gibt ja Zirkusszenen, aber ja, also das ist, ich finde es aber spannend, weil in der archäologischen Forschung ist das tatsächlich weniger fokussiert. Wir sprechen häufiger von, weil wir natürlich diese ganze Siegesthematik haben, ist ja auch sehr präsent mit dem Tropper, mit dem Gefangenen, der da sehr emblematisch verwendet wird. Und natürlich geht es um Sieghaftigkeit. Mhm. Als Charaktereigenschaft, als per se auf das römische Reich und seinen Erfolg, Übertragbarkeit, personal gedacht, ganz konkret. Aber es geht eben interessanterweise, und das habe ich versucht zu zeigen, ja auch um etwas anderes, nämlich auch um die Macht und die Amtsgewalt des Einzelnen, oder des tatsächlich handelnden Feldherrn oder des Kaisers im Zwischenfall. Ja. Danke vielmals, das war mega spannend, dir zuzuhören. Ich möchte noch einmal auf die Bilderwelt der Sarkophage kommen. Die Gefangennahme, ich glaube, auf das Führen des Gefangenen auf dem Relief vom Septimius Severus Bogen hat mich daran erinnert, dass es bei vielen dionysischen Sarkophagen auch Gefangene gibt, halt auf der mythologischen Ebene, im dionysischen Thiasos, im Indienfeldzug. Sind das dann nur die gleichen Ikonografien, die verwendet werden, oder kommt da schon auch eine Semantik mit? Wie siehst du da den Zusammenhang? Jetzt hast du mich ganz erwischt. Also das müsste ich mir tatsächlich nochmal genauer anschauen. Natürlich gibt es auch gibt es ja verschiedene Darstellungen von Gefangenschaften und Urteile. Also es wird ja auch auf den Sarkophagen zum Beispiel das Urteil über Marsyas doch relativ ausführlich geschildert, auch mit der Folge, dass er dann da jetzt hängt und dann auch jetzt ja die Haut abgezogen werden wird. Das wird auch explizit mit der Fesselung und so weiter umgesetzt. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also bei Marsyas ist es auch dieses Pathos-Moment, das zusätzlich damit reinkommt, das sicherlich einen ähnlichen Effekt haben könnte. Also es ist immer ein bisschen schwierig, das natürlich so klar zu fassen. Die vom indischen Triumph müsste ich nochmal genauer anschauen, wie es tatsächlich umgesetzt ist. Das habe ich jetzt gerade nicht so präsent. Liefere ich dann nochmal nach im Privaten, okay?
Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für dieses tolle Panorama, wirklich von den Griechen eben bis in die Spätantike hinein. Und genau bei diesem Sarkophag habe ich gedacht, du hast eben betont, es wird kein Mitleid erregt und ich glaube, das ist richtig. Auf der anderen Seite werden ja bei Aristoteles Mitleid und Furcht aufs Engste verbunden und es ist immer diese Übertragungsschiene, dass es um das Ähnliche geht. Und ich denke, das ist, wie eben sowohl José Luis wie auch Andreas gesagt haben, diese Etablierung der Macht und irgendwie, das hat in erster Linie eben weniger Mitleid als Furcht. Also es geht um Emotionssteuerung im genau. Betrachter drin. Also der Betrachter soll eben sich ja hüten, sich gegen das Römische Reich aufzulehnen. Also es ist krasse Abschreckung und Warnung und Unterwerfungsforderung. Ich glaube genauso eben bei diesem Bild aus Tipasa, das hat übrigens wirklich auch die lokale Führerin so dann auch gedeutet, eben mit der Kurie und dass das da tatsächlich deswegen auch das Volk so dargestellt, wie wahrscheinlich die indigene Population ist, die sich hier dem römischen Recht stellen muss und das eben gewarnt ist, es kann alles passieren. Also ich glaube, es geht in die Richtung. Und dazu hätte ich auch noch eine Frage. Es ist ganz auffällig, wie stark die Schattengestaltung ist in diesem Mosaik aus Tipasa. Könnte das irgendwie auch noch etwas sein, eben woher kommt das Licht irgendwie und eben das Licht kommt da von der Jurisprudenz, beziehungsweise der Jurisdiktion und, also, oder ist das üblich, solche extremen Schattenwürfe hier allerdings nur auf die Füße bezogen und sonst überhaupt nicht da, aber irgendwie irritiert mich diese Bildgebung. Also da würde ich gerne noch jetzt genauer die Vergleiche anschauen. Soweit ich mich erinnere, sind Schatten durchaus üblich in der Zeit, in den Mosaiken, in der Darstellung und ist jetzt nicht so transzendental gedacht, wo das Licht tatsächlich herkommt, wo jemand steht, wo der Ausgangspunkt ist. Sehr viel stärker kann man dann andere Bildelemente, wie das tatsächliche aktive Rausblicken aus dem Mosaik. Das ist schon sehr auffällig, dass das alle tun. Das ist wirklich eine Kontaktaufnahme, die ganz zentral ist. Danke auch nochmal für den Punkt mit dem Mitleid. Ja, worauf ich mit dem Mitleid raus wollte, dass es eben nicht das Mitleid jetzt im eher christlichen Sinne gemeint. Es ist ein Mitleiden eher in dem. Und zwar nicht mit einer Folge, dass man etwas in Frage stellt oder so etwas. Also Luca Giuliani hat das zum Beispiel des Marsias ganz schön gezeigt, diese unterschiedlichen Konzeptionalisierungen. Also es ist ein Mitleiden, eine Hineinemotionalisierung in die Bilder, die einen bestimmten Zweck haben, die aber keineswegs in Frage stellen, was hier eigentlich passiert. Und Mitleid hat stark eine Infragestellung von Schicksal, einer Opferrolle, die wir ja doch in der frühchristlichen Bilderwelt durchaus dann auch schon haben mit dem Entfernen von Märtyrer-Darstellungen und so weiter. Also deswegen danke nochmal für den Hinweis, um das ein bisschen präziser zu sagen. Ja. Ja, auch von mir vielen Dank. Ich habe einen Kommentar zum Septimius-Bogen. Du hast uns ja diese römischen Bilder häufig als attributiv erklärt zu Siegern. Und beim Septimius-Severus-Bogen hast du aber vor allem so die performative Nähe eigentlich betont zu den Triumphzügen, die da durchgingen und natürlich auch zu dem einen Zug, der Anlass für die Errichtung war. Und ich glaube, da sollte aber das Attributive auch ganz stark noch erwähnt werden, denn obendrauf steht ja der Kaiser als vergoldete Bronzestatue. Dieser ganze Bogen dient ja nur, um ihn entsprechend hoch zu heben. Und da finde ich also sowohl die Bildsprache als auch die Architekturlogik hier eigentlich auch sehr brutalistisch aussagekräftig, denn das ist ja eine Basis, an der diese Reliefs sind. Das sind nicht die edlen, großen Buntmarmorgefangenen des Trajansforums, die oben in der Attika stehen, sondern die sind aber wie die römischen Soldaten, die sie führen, unten. Sie unterliegen dem Imperium sozusagen beide. Und haben das ermöglicht, dass der Kaiser dort oben golden als Sieger steht. Ja, das ist ein total wichtiger Hinweis, danke. Ja, das habe ich ein bisschen zu wenig gesagt. Nee, das ist absolut der Fall. Aber es ist genau diese Ambivalenz, dieses Bildmotiv beides leisten kann. Das finde ich total spannend. Genau, aber vielen Dank, das ist natürlich total wichtig und in diesem tollen Modell auch gar nicht umgesetzt. Leider, dass da oben natürlich noch was drauf ist. Genau, ja, danke. Ja, vielen Dank auch von mir. Also sehr reichhaltig, sehr anregend, die ganzen Beispiele, die du da gebracht hast. Vielleicht geht jetzt mein Kommentar oder meine Frage so ein bisschen in die gleiche Richtung wie das von Arne. Ich würde gerne nochmal auf die Münzbilder eingehen. Vielleicht kannst du die nochmal kurz zeigen. Ich würde sagen, welche?
wo der Kaiser rechts abgebildet ist in der Mitte des Tropaion und links die der gefesselte Gefangene. Und da hattest du auch erwähnt, das würde die Entscheidungsmacht in dieser Situation des Kaisers hervorheben und diese Nichthandlungsfähigkeit des Gefesselten. Und meine Frage wäre jetzt, ob das nicht hier genau zum Beispiel ganz situativ vielleicht den Moment des Sieges auf dem Schlachtfeld irgendwie verdeutlichen soll, also gerade diese Zusammenstellung der Motive. Der Kaiser, der noch auf dem Schlachtfeld ist, das Tropaion, das auf dem Schlachtfeld, wo der Sieg entschieden wurde, aufgestellt wurde, und der Gefangene, der in dem Moment wirklich gerade frisch besiegt war, um sozusagen die Virtus des Kaisers hervorzuheben. Wirklich der Moment, er ist in der Schlacht aktiv, auf dem Schlachtfeld, weil jetzt, also gerade diese Art, wie das Tropaion dargestellt ist, hat mich irgendwie daran erinnert, dass das ja jetzt nicht dieses verstetigte, dauerhafte Präsentmachen in Form eines sehr artifiziell dargestellten Tropaions ist, sondern so, wie man sich das tatsächlich auf dem Schlachtfeld vorzustellen hat. Das wäre jetzt sozusagen meine Frage. Genau, also in dem Fall ist es, ich weiß, was du meinst, in dem Fall ist es nicht der Kaiser, sondern wir sind ja noch in der, Republik hier, und es eben soll eben retrospektiv von diesem vermeintlichen Nachfahren, das ist, glaube ich, gar nicht mal sein richtiger Nachfahre, aber da kenne ich mich nicht so gut aus, tatsächlich auf diesen Emilius Paulus und seine Aktion legen. Ich weiß, was du meinst, und das ist eine Lesartikel, die man, glaube ich, auch haben könnte. Das Einzige, was mich wundern würde, wäre die Darstellung eben als Nichtfeldherr. Der ist ja nicht in einem Feldherrnhabitus gezeigt. Und das würde ich jetzt schon erwarten, wenn das assoziiert werden sollte, dass es tatsächlich eine momentane sich ergeben, ein momentanes am Wendepunkt der Schlacht gegenüberstehendes wäre. Das würde ich tatsächlich stärker erwarten. Aber vor dem Hintergrund, also wenn das so funktionieren würde, dass man tatsächlich diesen so eine Momenthaftigkeit, dass ich akzeptiere jetzt eben das Ergeben und so, jetzt kommt ihr dann halt mit und dann schaue ich mal, was ich mit euch mache, dann würde ich stärker nochmal diesen Fokussierung auf wirklich auch ein Feldherrnhabitus hier erwarten. Aber gut, da kann man auch nochmal drüber nachdenken. Ich glaube, dieses Stehen vorher gibt es auch später nochmal, ist aber relativ selten tatsächlich. Es ist eigentlich eher das Unterwerfen und das Kauern so als eher Finales oder als Moment, dieses transitorische Moment, dieses Gegenüber geführt werden, hätte dann vielleicht eben diese Assoziation, dass ja tatsächlich jetzt gerade eine Entscheidung auch herbeigeführt wird, nämlich dieses, jetzt kommen sie und so weiter und jetzt wird damit irgendwas gemacht. Genau, also ich muss mal drüber nachdenken, aber ich würde das ein bisschen anders erwarten, wenn es so auch gedacht wäre. Tatsächlich, glaube ich, so eine Hierarchiekonstruktion hier. Genau. Ich hätte eine Frage. Es geht in eine sehr ähnliche Richtung wie viele schon. Also für mich ist das sehr frappant, der Kontrast mit der entsprechenden Ikonografie zum Beispiel zwischen den Ägyptern, wo man eine absolute Gnadenlosigkeit spürt, wo die Feinde unter den Füßen des Pharao einfach fast entmenscht erscheinen, oder die Hände, die geschnittenen Hände der Feinde gezählt werden. Und hier ist es ständig, in dem letzten Mosaik war es wirklich unglaublich, mit diesem Blick auf den Beobachter, ein Pathos, der eine gewisse Empathie irgendwie spontan produziert. Und ich frage mich, was der Zweck von diesem Pathos ist. Und mir kommen zwei Ideen ins Sinne. Eine ist eine ästhetische Idee, wenn man will, die mit der Epik zu tun hat. Das heißt, das ist eine Art und Weise, die Grandiosität der historischen Ereignisse, die zu dieser Situation geführt haben, noch deutlicher darzustellen, was natürlich dann in Kontakt mit literarischen Motiven direkt geht. Und die andere ist vielleicht, aber das ist das Abenteuerlichste in der Frage, vielleicht politisch, weil man weiß, dass diese Völker im Grunde genommen auch Teil des Römischen Reiches sein müssen in der Zukunft, dass sie integriert werden müssen und deswegen nicht komplett von ihrer Menschlichkeit geraubt werden können, auch in der Darstellung.
Genau, also ich glaube, dass das ist ein ganz spannender Aspekt. Den zweiten Aspekt finde ich, den ersten, da muss ich nochmal drüber nachdenken, das ist ein sehr interessanter Ansatz, der sicherlich auch was damit zu tun hat, mit so einer Idealkonstruktion und auch diese Vermeidung von bestimmten Bildelementen. Also es ist immer gut, sich zu fragen, was es nicht gibt, deswegen auch meine erste Einleitung, dass es das nicht im Griechischen gibt. Dass diese besiegten Ethnien, Bevölkerstämme, Städte, das ist ja gar nicht so provinzial gedacht, einfach gibt es ja viel Forschung dazu, dass das auch Teil des Imperiums wird, ist, glaube ich, schon ein relevanter Aspekt. Ich fand es für mich immer ganz einleuchtend, das bei diesem Übergang der Münzwegen von diesen Kapta-Szenen zu sehen. Also es ist natürlich klar, dass man auf die Idee kommen kann, eine Provinz als Personifikation darzustellen. Und dies qua Personifikationsmodus muss die weiblich sein. Insofern kann die sich nicht im männlichen Gefangenen wiederfinden. Also das ist eine logische Konsequenz, das geht nicht. Dass man aber Judäa im Kapta oder auch Germania im Kapta-Typus tatsächlich als infis versunkene, tatsächlich besiegte, lässt man eine Zeit lang stehen. Aber was Hadrian daraus macht, ist tatsächlich, dass er das nimmt, und zwar konkret diese Frau, diese Personifikation dann nimmt und mit diesem dieses Kniefällige ist eigentlich ein Submission, aber es wird verwendet für ein Restitutio-Motiv, also ein ganz positiv Wiederaufnahme dessen. Und das steht ja in einem ganzen großen Kontakt dieser Münzbringer. Also Hadrian macht relativ viele Münzen dieser ganzen Provinzial-Auseinandersetzungen, also die Provinzial-Thematiken. Und das ist, finde ich, sehr auffällig, dass das ganz stark damit verknüpft ist. Das würde mir für mich das zeigen, was du meinst, glaube ich, diesen transitorischen Element, dass das schon gedacht ist, dass die dann eben weiterkommen und dann eben auch was Positives erfahren, dass aus Gefangenschaft unterliegen, was sehr Positives entstehen kann. Ne? Das macht, finde ich, macht Hadrian ganz geschickt in diesem Bild bringen, dass auch diese Personifikation als Gegenüber, wir kennen die Personifikation von Provinzen oder Ethnien in ganz unterschiedlichen Siegesthematiken und so weiter, aber als Gegenüber des Kaisers wird die Provinzpersonifikation in den Münzen sehr stark als aktives Gegenüber konstruiert. Und das muss gar nicht so sein. Wieso? Aber sie machen es, um eben auch zu zeigen, dass die wieder eine eigene, das schafft die Figuration als Möglichkeit, eine eigene Handlungsmacht wieder bekommt, gegeben vom Kaiser. Also das würde genau in die Richtung gehen, ja. Also spannend, danke. Ja, vielen Dank für die spannenden Ausführungen. Ich habe mich noch gefragt, welche entehrenden Motive es neben den von Ihnen gezeigten sonst noch gibt bei den Griechen oder in der Spätantike. Ich weiß zum Beispiel, dass Tyrtaios in seinen Elegien oftmals, also vor allem in den Kampfparenesen, über die Flucht vor dem Kriegsschauplatz spricht und dass das halt dann, wenn man flieht und einen Bogen in den Rücken gestoßen bekommt, das Schreckensszenario ist, wurde etwas in dieser Art auch geprägt? Oder ja, das wäre meine Frage. Ja, also es gibt. Also da müssen wir im Griechischen, wenn Sie nach dem Griechischen fragen, muss man relativ stark in den mythischen Bildern schauen, weil es sonst, glaube ich, wird es, wie ich versucht habe darzulegen, einfach ein bisschen problematisch, weil es so transgressiv dann einfach nicht gedacht ist, dass man sagen könnte, okay, Sie machen da wirklich eine potenzielle Schau. Was gibt es auch zum Beispiel in den Symposiumsbildern, die was überschreiten, aber das hat schon irgendwo seine Grenze. Im Mythos ist allerdings sehr viel mehr möglich und wir sehen schon, dass es Darstellungsmöglichkeiten gibt, wo anhand wirklich anderer Figuren dann solche Charakterisierungen evoziert werden. Das mag jetzt sein, wenn Herakles zu Busiris kommt, zum Beispiel in der Darstellung, also zu dem ägyptischen König Busiris, und der wegläuft, zum Beispiel. Das sind solche Elemente, der müsste sich ja eigentlich stellen, ne? Also gemäß, wenn man ihn irgendwie postet, dann muss er sich irgendwie stellen, aber der, wenn ich mich recht erinnere, in der Ikonografie, flieht ja auch mal oder läuft dann weg. Das geht aber einher mit einer doch sehr, also auch einer visuellen Andersartigkeit, die ihm dann auch zugeschrieben wird. Also es gibt solche entehrenden Motive, gibt es durchaus. Es gibt auch zum Beispiel Sitzmotive, die so komisch am Boden kauern, dass man zum Beispiel auch das männliche Geschlecht in einer bestimmten Art und Weise zeigt. Also es gibt einzelne Möglichkeiten. Sie finden sich aber interessanterweise nicht in diesen Kriegerbildern, sondern es wird dann eher im Mythos verhandelt, am Beispiel einzelner Szenen, zum Beispiel in Busiris. Ja. Beantwortet es Ihre Frage ungefähr? Also es geht ja hier um die Gefangenschaft. Gefangenschaft ist auf der einen Seite der Sieger, der hat die Macht. Die anderen müssen jetzt einfach unter der Macht gehorchen.
ob dann der Kaiser in diesen gewissen Darstellungen dann milde waltet, das heißt ja vielleicht, er lässt sie leben, aber ob sie dann ein gutes Leben haben, ist ja dann die andere Frage. Warum ich diesen Vorspann mache, ist, ich komme aufs Mosaik und dann interessiert mich das, was Sie gesagt haben, Empathie. Sind das wirklich Gefangene wie in den anderen Darstellungen? Es ist ja die einzige Darstellung in einem Gerichtsgebäude, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Gericht bedeutet ja auch, es kann einen Freispruch geben. Also anders ausgedrückt, natürlich, er hat die Hände hinter dem Rücken, man sieht die Fesseln nicht. Er kann natürlich auch vor Gericht geführt werden, das sehen wir ja in Russland, da wird sogar ein Nawalny mit den Fesseln vor Gericht gezogen. Aber es kann ja grundsätzlich nachher in diesem Fall auch einen Freispruch geben. Und daher vielleicht eben auch dieser Blick ins Publikum. Ja, also ich glaube nicht, dass hier konkret mitgedacht wird, dass es zwingend ein schlechtes Ergebnis geben wird. Es erwartet einfach die Entscheidung. Es ist ein Ausgeliefertsein. Das ist das, was dieses Bildmotiv schon sagt. Aber diese Kontaktaufnahme heißt per se, wir erwarten das Verhalten und jetzt ein Urteil in dem Sinne. Also das ist quasi so ein wirklich ein transitorischer Moment, was wir bei Gefangenschaft nicht unbedingt immer haben. Also hier würde ich wirklich sagen, da gibt es dann jetzt eine Auflösung. Bei anderen, also wenn die da ewig unter dem Tropfeuern kauern, das ist quasi per se für die Dauerhaftigkeit gedacht. Da wird nichts mehr passieren, da kommt auch keiner mehr vorbei. In sich gesunken, trauern etc. Das ist finaler gedacht. Das ist schon etwas, wo wir sehen können, da gibt es irgendwie so dieses Transitorische, wo dieser, was eben eine Möglichkeit im Bild ist, um auf so eine Entscheidung hinzukommen. Da wird sich etwas ändern. So oder so. Das liegt eben in der Entscheidungskompetenz, in der Machtkompetenz. Jetzt war es gerade noch ein zweiter Punkt, den ich anfügen wollte. Jetzt habe ich ihn gerade verloren. Vielleicht fällt er mir gleich wieder ein. Habe ich die Frage noch nicht komplett beantwortet. Deswegen. Oder ich komme vielleicht nochmal drauf zurück. Ist in Ordnung. Ich sehe momentan keine weiteren Fragen, aber um das sozusagen ja nicht zu überbrücken, denn ich vermute, es kommen noch ganz viele Fragen, einfach nur eine allgemeine Beobachtung, jetzt im Blick auf das Münzmaterial. Das ist etwas, also was du uns da vorgeführt hast, lässt sich wahrscheinlich, also möglicherweise mit Befunden verbinden, die wir aus der Rechtsgeschichte des Geldes kennen. Also es gibt Untersuchungen, zum Beispiel von Christine Dezanne, die hat also über die Beziehung zwischen der Macht, Münzen zu prägen und vor allem als gesetzliches Zahlungsmittel anzuordnen einerseits und eben herrschaftlicher Machtentfaltung und auch medialer Präsentation von hoheitlicher Macht, die das also sehr eindringlich untersucht hat und dann teilweise dann auch nochmal überführt hat, dann in so Constitutional Law, also sie unterrichtet in Harvard und ist also auch im Constitutional Law Kontext unterwegs, aber sie hat eben auch ein Stück weit eine Rechtsgeschichte sozusagen auch von Geldtheorien dann mit dem Schwerpunkt in der Neuzeit geschrieben. Warum erwähne ich das? Um deutlich zu machen, was man hier sehr schön in den Münzen sieht, aus meiner Sicht eben, ist so ein typisches Instrument auch von medialer Vermittlung von Herrschaftsansprüchen, die ganz häufig dann auch in späterer Zeit immer wieder einhergehen mit Münzgeld verbunden sind. Also wir sehen das dann im späten Mittelalter sieht man das sehr, sehr schön und man sieht es auch dann teilweise in der frühen Neuzeit. Was faszinierend ist und was mich also fasziniert hat, ist, mit welcher brutalen Deutlichkeit durch die Gefangenenszenen das da vermittelt wird, weil bei den anderen Kaisern, da turnt dann vielleicht sozusagen ein König oder ein Kaiser, turnt dann da vielleicht durch die Gegend und das ist dann natürlich auch noch viel stärker christlich unterlegt. Hier sind es wirklich, hätte ich jetzt fast gesagt, die Facta Bruta Potentiae gewissermaßen. Ja? Also da wird Gefangenschaft ganz klipp und klar konnotiert mit der Möglichkeit, ich herrsche und diese Leute sind meine Gefangenen und ich habe absolute Macht über sie. Also das ist schon eine faszinierende Geschichte. Klar, wir haben bei dem Bildbogen auch gesehen,
Also dieses Element des Transitorischen, auf das ihr hingewiesen habt, ist dann noch mal eine andere Geschichte. Jetzt fürchte ich, habe ich versehentlich sozusagen mich schon in den Gong hinein begeben. Ich wollte selbstverständlich hier niemandem das Wort abschneiden. Allerdings habe ich jetzt auch aus dem Augenwinkel niemanden gesehen, der sich gemeldet hat. Ich fürchte fast, der Gong leitet dann auch über zum Schluss. Ich würde gerne als Schlussbemerkung versuchen, deine Befunde ganz vorsichtig in den Kontext, Generalkontext der Veranstaltung stellen zu wollen. Diese Veranstaltung spricht ja von Krisen und Instabilität. Und ich glaube, was du uns sehr, sehr eindrucksvoll vorgeführt hast, ist, wie also individuelle Krisen, denn das Gefangensein ist wahrscheinlich eine der ganz besonders extremen Krisen, damit hast du dein Referat ja auch begonnen, wie also aus der Bildersprache individueller Krisen, die Bildersprache individueller Krisenhaftigkeit dazu benutzt werden kann, um Stabilität zu kreieren, nämlich Stabilität von Herrschaft. Und dieses Spannungsfeld, aber auch dieser funktionale Zusammenhang, das ist heute aus deinen Bildbeispielen aus meiner Sicht faszinierend und ganz wunderbar deutlich geworden. Das hat auch die Diskussion gezeigt. Ich möchte mich bei allen Diskutantinnen und Diskutanten sehr herzlich bedanken für ihre wichtigen, wertvollen Beiträge. Für mich zumindest waren sie sehr wertvoll, sehr wichtig. Ich werde selber in absehbarer Zeit vor Ihnen auftreten müssen mit einem Vortrag. Mir ist schon ganz Angst und Bange geworden angesichts der überragenden Sachkompetenz dieses Publikums. Aber keine Sorge, da geht es dann nicht um antikes Geld, also Sie kriegen harte Rechtsgeschichte der Moderne. Nicht, dass ich Sie abschrecken möchte. Du hast uns heute Abend sehr eindringlich tatsächlich ein Stück weit auch eine Bildgeschichte der komplexen Beziehung von Krisenhaftigkeit, Stabilität und Instabilität vorgeführt. Das war aus meiner Sicht ein ganz wundervolles, tolles Referat und ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, das ist einen großen Beifall wert. Ja, ich habe zu danken für die tollen Kommentare und Redebeiträge. Nochmal danke für die nette Führung durch die Diskussion und Einladung. Dann wünsche ich Ihnen allen einen ganz, ganz schönen Abend und einen erholsamen und inspirierten Abend und im Zweifelsfall nächste Woche wieder.